Hallo Rudi, schön, dass wir da sein dürfen. Vielen Dank. Bitte, bitte. Was hast du denn da Schönes? Da habe ich ein paar Mal ein altes Bild auf der Biene bei uns gefunden. Da. Und dann denke ich, das muss man doch einmal in die Öffentlichkeit bringen wieder. Ja, Was ist das für ein Bild? vom Niederland sollte man sein. Ah. Und zwar vom Jubiläum von 1908. Toll. Und da war auch ein Zettel dabei, wer ist oder wie? Ja. Aha. Drei noch. Also der auf der linken Seite da, der erste, Ja. das wäre ein Adolf Hess, sein Vater war der Wagner. Und der Wagner hat man ja vorher gebraucht. Das wissen ja die Jungen nicht mehr so. Neu. Weil da ist man ja noch alles mit dem Holzfuhrwerk gefahren. Ne? Aha. Der hat die Wege gemacht und auch die Wagenräder dazu. Dann kommt der Fritz Nöllerberger, den hat man halt der Tiede geheißen. Und der dritte wäre dann der Gottlob Schlingwein. Und dann Robert Nöllerberger. Das ist zwar der ist gefallen, der Vater von Paul Nöllerberger. Und der Paul Nöllerberger war der Buschbergermann. Aha. Ja. Der Ernst Hegel, war der Vater von Karl Hegel, der immer unser Milch geführt hat nach Ludwigsburg. Hat er auch Milchhegel Kaiser, gell? Der Ja. Milchhegel, genau. Johannes Lang, der Großvater von Helmut Lang, also Wirtschaft und ja, Küfer, gell? Käferei, ja. Ja. Der Friedrich Metzger, ja, den hat man ja auch gebraucht als Gastwirt und Metzger. Ja, da war der Metzger, Metzger, gell? Genau, Ja. Metzger, ja. Und dann kommt der Karl Kurz, das ist der Linder Kurz gewesen, und zwar von Aha. der Elfriede Kurz, der Vater. Aha. Ja. Der Friedrich Nägerle, der war Fahrerwärter, das war der Vater vom Karl Nägerle. Aha. Und weiß ich noch, was ein Fahrer gewesen ist? Wahrscheinlich Nicht nicht. mehr. Muss erklären, was ist ein Fahrer? Es war ein nicht kastrierter Bulle. Aha. Und da hat man die Kie, hat am Decker hat man in der Fahrerschreibung ja. Aha. Und da stand da drei, also drei Fahrer, haben sie dann immer abwechslungsweise Nummer. Aha. Ja. Und dann kommt Adolf Hochstetter, nebenher Bauer, nebenher Friseur, ja. 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 Und im Rotz Wilhelm, sein Schwiegervater, das war unser Feld- und Waldschütz. Also, und wie hat der Kaiser? Ach, der Friedrich Wandler und der Karl Rieger. Ja. In der Bessigheimer Straße, der ist gefallen. Und dann kommt in der Hohle, man hat halt gesagt, Hohle Kurz. Aha. Der Fritz Kurz. Oder der Wilhelm Lüdle. Das ist der Vater von Paul Lüdle und von Gustav Lüdle. Ja. Und unser Big, der Esslinger. Und da habe ich mitgestiegen, also den haben wir nicht aufgehört. Der Wilhelm Schneider. Das ist doch nicht was Wilhelm war. Der Aha. hat draußen gewohnt am Scharfer Eck. Und Also an der Ecke, wo dann gegenüber die Volksbank war, ist das scharfe Eck? das war Scharfer Eck. Ja. Ja. Aber da ist das Häusle nur, und zwar zwischen dem Stein seiner Scheier. Ja. Da ist das kleine Häusle stand da vom. Mhm. Und da habe ich oft nachgemisst von meinem Schwiegervater aus. Mein Schwiegervater war ja Fronmeister. Aha. Und der hat im Rabal nicht gebraucht, wenn da noch eine Arbeit angefallen ist. Ja. Ja. Und da hat der Kaiser gekommen, zum Schneider Wilhelm, der soll morgen da muss er kommen. Fest, kurze Zeit der Adel, wer da ist, das weiß ich auch von meiner Zeit mehr. Und da haben wir Uli, sein Großvater, Großvater? in der Gallerstraße, genau, Ja. der Karl Kramer. Und auch der Albert Ehrenfeld, der denkt man auch noch ein bisschen oben gewohnt, das war zusammengebaut mit dem Karscherkurle, seinem Haus. Dann wollte ins Baderville, also als Schüler noch nach Ennecker. Aha. Und der Robert, das war ein Enkel von dem Ehrenfeld, Aha. vom Albert Ehrenfeld. Und dann haben wir den Holler, weil er auch zum ins Bad gehen. Dann hat seine Mutter gesagt, er ist in der Hohle beim Großvater. Aha. Und dann sind wir halt nicht mehr, aber ein paar Scherle sind wir gewesen. Aha. Und dann ist der Großvater rausgekommen, was will er da? Und wir wollen den Robert abholen ins Bad. Und dann ist auch der Robert nachher rausgekommen, also Zinkerle. Aha. Dann hat ihm der Großvater nachgeschrieben. Aber wenn du versaufst, brauchst du nicht mehr heimkommen. So. Kann ich gar nie vergessen.
Da kommt der Gottlob Kurz in der Hohle, der Hermann Michler. Das war vom, das ist der Großvater von der Elfriede Kramer. Und da kommt der Ernst Ehrenfeld, der Schlüpfer Kurz. Das ist der Vater von Amalie und Pauline Kurz. Und dann kommt da unter, das man müsste wahrscheinlich der Dirigentenmeister sein vom Verein, der Lehrer Pflaumer. Mhm. Ja. Und der Christian Hochsteller als Korbmacher. Mhm. Ja, der denkt da im Land, der ist schon zu den Leuten gekommen, wenn die Leute weitergeschnitten gewesen. Mhm. Und dann hat er die Leute auch dort Korb gemacht, so wie es die Leute halt wollen. Aha, ja, das ist ja praktisch. Die haben das Material gerichtet und dann haben sie bloß den Arbeitslohn zahlen müssen. Ja. Und dann hat der Gottlob große Hutmacher, das ist halt dort schon ein ganz hohes Fabrikle gewesen. Da. Ja. Doch, ja. Ja. Und dann damit es eigentlich noch, was da noch drauf ist, ja. Ja. Also das denken wir auch noch, das ist ein Gleiswurstgleitli gewesen. Ja. Gut, ist halt Wirtschaft dabei gewesen und oben haben sie einen großen Saal gehabt. Ja. Da ist halt auch Tanz gewesen. Mhm. Ja. Aber zum Leitli ist man ja von der Seite rein. Ja. Also da, wo es jetzt zu Hof rein geht, sonst. Mhm. Ja. Und da, wenn ich als für meinen Vater lerne, als auch schwarze Wurst gewesen, da war immer harter. Und die haben sie halt am Gehänge ganz oben hingehangen. Mhm. Dann haben sie ein Stängel gehängt mit einem Haken oben. Mhm. Dann haben sie die Würst von oben runtergeholt. Ne? Aha. Und nicht mal so haben sie sie auch noch hängen müssen. Ah ja, klar. Ja. Ja. Gut. Ja, gut. Ja, dann haben wir da die ganze ehrenwerte Gesellschaft durch vom Jubiläum 1908. Bis mit dem Frieden, ja. Ja, absolut. Vielen Dank für deine schöne Erinnerung. Ja. Dankeschön. Tschüss, Rudi. Hey Leute, hat's euch gefallen? Dann gucke doch öfter mal in meinen Kanal rein. Oder auf meine Homepage, da hat's ein ganz nettes Programm. Bei uns ist nämlich etwas Butter.